Hallo und herzlich willkommen zu Bunker TV, dem Kanal für Neofolk, Black Metal und Suppenkultur. Ich bin Chris Coffin und heute möchte ich euch mal drei musikalische Neofolk-Empfehlungen aus dem deutschsprachigen Bereich vorstellen. Genauer gesagt aus der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, von drei Bands bzw. Künstlern, die ihr so vielleicht noch nicht auf dem Zettel hattet, aber die es meiner Meinung nach unbedingt verdienen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und vor allem auch gehört zu werden. Denn ihr wisst ja, das kommt aber erst am Ende. Also, ich habe hier vorne die guten Stücke euch schon mal drapiert. Es sind witzigerweise tatsächlich auch drei Formate aus den drei verschiedenen Ländern, nämlich einmal die Vinyl-LP, dann aus Deutschland eine CD und dann der österreichische Beitrag auf Tape, auf MC. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Los geht's. Aus Deutschland Sollwein mit Omnia Vincent Amor. Sollwein, das ist ein Einmannprojekt aus der Pfalz und steht musikalisch für richtig schönen klassischen Neofolk, wie man ihn, wie ich ihn zumindest am liebsten höre. Eignet sich perfekt für einen Wandertag im Spätsommer, wenn man in der Luft schon so ein bisschen den Herbst riechen kann, ist musikalisch untermalt von Akustikgitarre, von Mandoline, von einer Landsknechttrommel, vom Tambourin und nur ganz dezent eingestreuten analogen Synthesizern und dreht sich textlich um ja, deutsche Romantik, um Dichter und Philosophen, von einer inneren Melancholie und wie soll ich sagen, es ist einfach richtig schöner Neofolk, so wie ich ihn mag. Hat jetzt auf diesem Album zwar nicht ausschließlich deutsche Texte, es sind auch die ein oder anderen Lieder in Englisch oder sogar in Italienisch mit drauf. Dort werden auch bekannte Dichter und Lyriker musikalisch verarbeitet. Auf dem Stück Gestutzte Eiche, welches einem Text von Hermann Hesse zugrunde liegt, da bekommt Sollwein sogar noch Verstärkung von Fritz Staunhagen. Das ist ein recht bekannter Schauspieler und Synchronsprecher, der dort seine Stimme geliehen hat, um dieses Gedicht von Hermann Hesse ins Neofolk-Gewand zu kleiden. Wirklich richtig, richtig schön. Ist noch so ein kleiner Geheimtipp, kennt noch nicht jeder, ist bei Lichterklang erschienen. Die CD ist auf 100 Stück limitiert, noch ist sie verfügbar. Ich packe euch natürlich wie immer die Links alle in die Shownotes. Sollwein aus Deutschland, aus der Pfalz. Auf jeden Fall eine Empfehlung, die man gehört haben sollte. Aus Österreich Ebriach mit Willensstärke. Ja, Ebriach ist ein Duo aus Klagenfurt, über das ich jetzt gar nicht so viel rausfinden konnte. Sie haben ihre EP hier auf Tape beim House of Incantation rausgebracht. Der Martin Falkenstein hat da wirklich wieder eine sehr schöne Veröffentlichung rausgebracht mit viel Liebe zum Detail. Das ist jetzt die erste Auflage in dem grünen Cover. Die ist mittlerweile ausverkauft, aber die zweite Auflage mit dem roten Cover, die gibt es aktuell immer noch im Shop. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wie beschreibt man die Musik von Ebriach? Es ist auch wieder ähnlich wie bei Sollwein, recht klassisch gehaltener Neofolk, allerdings im Lo-Fi-Bereich, der aber trotz alledem einen sehr warmen Klang mit sich bringt. Es geht so ein bisschen in die Richtung Dungeon Folk, also hier und da mit ganz dezenten Anklängen von Dungeon Synth unterlegt, aber wirklich nur ganz minimal. Textlich geht es bei dem Duo um ja, Texte von Tolkien oder eben auch um ja, regionale Folklore. Der Bandname, der geht zurück auf eine Pfarrkirche,
nämlich die Pfarrkirche Ebriach, die im Bezirk Völkermarkt in Kärnten steht, der zur Diözese Gurk-Klagenfurt gehört. Also deswegen auch naheliegend der Bandname. Ja, Ebriach aus Klagenfurt in Österreich. Auch eine Band, die man, glaube ich, so noch gar nicht auf dem Schirm hat, aber die es unbedingt verdient, gehört zu werden. Und zu guter Letzt Freckmünd aus der Schweiz mit Landlieder und Fremdländer. Ja, Freckmünd ist ein Projekt, das ich bis vor kurzem auch noch gar nicht kannte. Ich bin durch Zufall bei Google drüber gestolpert und habe dann festgestellt, also das gefällt mir richtig gut. Es ist ein Projekt aus dem Kanton Luzern und der Name bezieht sich auf das sagenumwogene Gebirge Pilatus bei Luzern. Hier vorne auf dem Cover ist es auch richtig schön zu sehen. Einmal der Pilatusberg und darunter der See. Und so wie das Cover das schon vermuten lässt, geht es natürlich bei Freckmünd in ihrem Urvolk um alte Schweizer Sagen, um das Gebirge, um die ganzen Landschaften, Seen, kleine Flüsse und das Ganze in Schweizerdeutsch gehalten, dem ich leider nicht wirklich mächtig bin. Deswegen kann ich auch nur die Texte mehr oder minder nachlesen und auch verstehen. Aber ja, es ist einfach ein so schöner, warmer Klang. Dieses Album hier, das ist schon leichter zugänglich als jetzt ihr Album Heimwehland, das deutlich düsterer geraten ist. Das sieht man auch am Cover. Heimwehland ist doch recht karg und trostlos gehalten. Und hier hat man diese schönen, warmen Farbtöne. Und das ist auch genau das, was dieses Album ausstrahlt. Es ist jetzt kein klassischer Neofolk, wie man ihn jetzt zum Beispiel von Solwein oder von Ebriach hört. Es geht teilweise sehr ins Folkloristische, also fast schon Musik, die man auf einem Mittelaltermarkt gut hören könnte, aber trotzdem so, dass es nie irgendwie in Dudelsack-Kitsch abdriftet, um das mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Ja, Freckmünd haben tatsächlich 2010 am Vorentscheid zum Grand Prix Eurovision teilgenommen, sind dann aber leider doch nicht angetreten, mussten sich gegen einen anderen Act geschlagen geben und ja, fliegen aktuell immer noch so ein bisschen unter dem Radar, obwohl ihre Musik von Steinklang mittlerweile zu Prophecy gewechselt ist und Prophecy hier auch diesen schönen Tonträger auf Vinyl neu aufgelegt hat. Und ich als großer Prophecy-Fan, der auch immer regelmäßig auf dem Prophecy-Fest vertreten ist, also ich war wirklich überrascht, dass diese Band so komplett an mir vorbeigegangen ist. Deswegen solltet ihr unbedingt da reinhören. Es lohnt sich. Freckmünd mit Landlieder und Fremdländler auf dem Auerbach-Tonträger-Sublabel von Prophecy. Passend dazu gibt es heute auch mal wieder eine Genussempfehlung in flüssiger Form. Ich habe mich hierfür für ein Schlenkerler Rauchbier wieder entschieden und diesmal ist es ein Schlenkerler Urbock. Es ist eigentlich eher zur Herbstzeit immer erhältlich, aber jetzt, wo ja die Fastenzeit aktuell läuft, ist ja auch wieder Starkbierzeit. Deswegen passt das auch wieder richtig gut dazu und ja, ich meine, in Deutschland, Österreich, Schweiz spielt die Fastenzeit ja auch eine große Rolle. Deswegen dachte ich mir, was passt besser als hier ein schönes Schlenkerler Urbock? So. Ja, natürlich rauchig, wie man es erwartet. Ja, Schlenkerler ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Entweder man liebt es oder man hasst es. Es ist natürlich schon für jemanden, der sonst vielleicht nur Pils oder Helles trinkt, eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es eben so rauchig ist. Ja, rauchiger, flüssiger Schinken, wie man so schön sagt.
Ja, das ist jetzt das Urbock mit ja, 6,5%, also doch ein bisschen stärker, kraftvoller. In Oberfranken gibt es ja auch immer diesen Trend zum sogenannten Stärkantrinken, wo man dann, glaube ich, 12 Seidler dann sich hinter die Binde kippt. Naja, ob das so viel Stärke verleiht, ich wage es zu bezweifeln. Wahrscheinlich doch eher einen dicken Kopf. Aber egal, das soll uns nicht davon abhalten, uns das jetzt hier zu genehmigen. Zum Wohle. Oh ja. Oh ja. Das ist auf jeden Fall doch noch mal eine Spur herber. Aber ja, so nach dem ersten herben Schluck im Abgang so eine leichte Süße, die sich im Mund breit macht und die dann so langsam den Hals runterläuft. Doch, wirklich. Also für ein Bockbier und dazu noch für ein Rauchbockbier sehr süffig. Tja, dies meine Genussempfehlung zu diesen drei Vertretern aus dem Neofolk-Genre aus der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich hoffe, euch gefallen diese Acts genauso wie mir. Ich finde, sie verdienen es auf jeden Fall, gehört zu werden und auch in Zukunft noch ein bisschen mehr Beachtung zu bekommen. Sollwein aus Deutschland, Ebriach aus Österreich und Freckmünd aus der Schweiz. Ja, ihr wisst ja, wer fühlen will, muss hören. Deswegen hört genau hin, hört Sollwein, Ebriach und Freckmünd und macht euch dazu ein schönes Schlenkerler Rauchbier auf. Das war's fürs Erste. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.